Grüß euch Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte heute die Leute warnen, meine Geräte in Ruhe zu lassen und meine Oculus Quest zu Hause nicht mehr zu stören. Jedes Mal, wenn ich das Ding einschalte, ist eine Störung dabei. Gestern zum Beispiel war auch schon, wie ich Beat Saber spielen wollte, hat das Gerät den zweiten Controller nicht erkannt. Ich nenne da keinen Namen, aber es sind Leute aus der Gegend, da wo ich wohne, da wo ich meinen zweiten Wohnsitz habe. Und das ist eine bodenlose Frechheit. Wie ich es dann das zweite Mal eingeschalten habe, war auch wieder alles durcheinander. Also da war es auch wieder von der Position her nicht so, wie es sein soll. Wenn ihr das in Zukunft nicht unterlasst, dann werde ich mir irgendwas einfallen lassen. Ich bin da extrem wütend, deshalb fällt das Video heute auch unter Wutvideo Teil 2. Weil das kann doch nicht sein, dass man nur, wenn man es kann, sein Zorn oder was auch immer auf hilflose Geräte auslässt. Und ich sage euch das gleich, ich komme euch drauf. Ich komme die Personen drauf, die was sie sind. Und dann gnade euch Zeus. Weil jetzt reicht es mir endgültig. Wenn die Leute Probleme mit mir haben, dann sollen sie mir es ins Gesicht sagen. Und nicht einen Zorn oder was auch immer auf hilflose Geräte auslassen. So, und mein zweites Thema ist einfach nur Intrige. Viele Leute sind intrigant und spielen nicht mit offenen Karten. Manche nicht zum Beispiel machen es nach und installieren sich dasselbe Programm wie ich, nur um mich zu ärgern oder andere Leute zu ärgern. Weil das ist unterstes Niveau. Die Leute haben scheinbar nichts Besseres zum Tor, denen ist scheinbar fad. Oder sie sind einfach nur dämlich. Ich nenne da keinen Namen, aber solche Leute sollten sich einmal ein Hobby suchen oder aufhören zum Rauchen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, was euch das Video anschaut. Auf YouTube könnt ihr natürlich meinen Kanal abonnieren und keine Sorge, mein nächstes Video ist ein bisschen freundlicher. Das kommt übrigens dann morgen. Und da werde ich vielleicht sogar auch wieder mal singen. Dann danke fürs Zuschauen. Bitte bleibt gesund. Und schaut euch das Video auch auf Instagram an. Da habe ich übrigens auch noch andere Videos mit freundlicheren Themen. Pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Euer Mike.